Klingt das nicht romantisch? Das klingt nach Wiesen und Feldern im Sonnenuntergang. Alles ist friedlich. Die perfekte Musik für eine Liebesszene. Wir hören gerade den zweiten Satz der kleinen Nachtmusik, gespielt vom HR-Symphonieorchester. Im ersten Clip haben wir ja schon herausgefunden, dass die kleine Nachtmusik eine Serenade ist. Also Musik für ein Fest abends mit Freunden. Jetzt können wir uns vorstellen, dass sich auf so einem Fest zwei Leute kennengelernt haben. Die haben sich vielleicht so ein bisschen ineinander verliebt. Da bahnt sich etwas an, eine Liebesbeziehung, eine Romanze. Und genau so heißt auch der zweite Satz. Romanze. Übrigens, wenn hier so ein Wort eingeblendet ist, unsere Gadgets, dann müsst ihr euch das unbedingt merken, denn dann könnt ihr bei unserem Quiz am Ende richtig punkten. Zur Zeit von Mozart, also im Zeitalter der Klassik, da waren die Romanzen gerade voll im Trend. Die gab es als Buch, als Gedicht oder als Musik. Wann immer es um eine Romanze geht, geht es um Liebe und um große Gefühle. Und wer weiß, vielleicht hat sich Wolfgang Amadeus Mozart, als er diese Musik komponierte, auch an eine romantische Situation erinnert. Vielleicht dachte er auch an die Romanze mit seiner späteren Frau Konstanze. Sie war die Tochter seiner Vermieter in Wien. Mozarts Vater hatte was gegen die Hochzeit. Aber der junge Wolfgang war Hals über Kopf verliebt. Da half alles nichts. Während er komponierte, hielt ihm Konstanze den Rücken frei. Sie hatte Verständnis für seine Musik, denn sie war selber Sängerin. Zusammen hatten sie 6 Kinder. Konstanze, mein liebstes, bestes Weibchen. Wenn ich dir alles erzählen würde, was ich mit deinem Porträt anfange, da würdest du wohl oft lachen. Von Mozart und seiner Frau sind viele Liebesbriefe erhalten. Diese Beziehung war auf jeden Fall mehr als eine Romanze. Ein Komponist malt mit Tönen Bilder für die Ohren. Sie können fröhlich, traurig, frech oder romantisch sein. Musik kann schillern und glänzen wie ein Regenbogen. Kerstin, du spielst Bratsche beim HR-Symphonieorchester. Sag mal, kann Musik wirklich eine Farbe haben? Ach, Musik kann viele Farben haben. Es kann vor allem auch viele Stimmungen haben. Es kann traurig sein und fröhlich und bedrückt, kläglich, alles Mögliche. Jetzt, wenn ich dir sagen würde, spiel doch mal was Buntes, wie würde das dann klingen? Also ich würde es fröhlich nennen und ich finde, das klingt zum Beispiel so. Ja, da geht auf jeden Fall gleich die Sonne auf, der Regenbogen glänzt. Wenn ich jetzt aber sage, okay, mach mal was ganz Graues, Dunkles. Vielleicht so. Vielen Dank, Kerstin, dass du uns gezeigt hast, welche Farben man aus der Bratsche rausholen kann. Wenn ihr noch mehr über das Instrument erfahren wollt, dann klickt doch mal hier unten auf den Link. Dann kommt ihr zum The Young Person's Guide to the Frankfurt Radio Symphony. Da erfahrt ihr noch mehr über die Instrumente. Und jetzt hören wir gleich unsere Kolleginnen hier hinten und die werden für uns die schönsten Farben musikalisch entstehen lassen. Und dann hören wir auch noch mal das ganze HR-Symphonieorchester. Thank you.
Die Frage ist, könnt ihr das Bild malen, was ihr mit den Ohren seht? Wie sieht die Romanze aus, wenn aus Musik ein Bild wird? Ich probiere das jetzt mal aus. Ja, ein spannendes Experiment. Also, wenn man Musik malt, gibt es keine Regeln. Da kann man eigentlich seiner Kreativität freien Lauf lassen. Man kann zum Beispiel mit Punkten arbeiten oder mit Linien. Man kann Farbe nehmen oder schwarz-weiß. Na? Also in jedem Fall macht das richtig Spaß. Ja. Bei mir sieht die Romanze so aus. Und bei euch? Probiert's aus. An die Stifte, fertig. Halt! Bevor ihr malt, spielen wir erstmal unser Quiz. Wir kommen zur ersten Frage. Ich will von euch wissen, wie hieß die Frau von Wolfgang Amadeus Mozart? Cornelia, Konstanze oder Corona? Konstanze, für dich tue ich alles. Wir locken Konstanze ein und das ist natürlich richtig. Schon geht's weiter mit Frage Nummer 2. Der zweite Satz der kleinen Nachtmusik reimt sich auf Konstanze. Ist es eine Wanze, eine Lanze oder eine Romanze? Natürlich Romanze, du Banause. Wir locken Romanze ein und Romanze ist natürlich richtig. Konstanze, Romanze. Wir kommen zu Frage Nummer 3. Was war Konstanze eigentlich von Beruf? War sie Sängerin oder Bäckerin oder Sekretärin? Wenn Konstanze singt, dann geht mir das Herz auf. Sie ist auch Musikerin wie ich. Ein Grund mehr, warum wir uns so gut verstehen. Wir geben Sängerin ein und auch das ist natürlich korrekt. Wenn ihr nicht alle Antworten gewusst habt, seid nicht traurig. Ihr könnt alles ganz entspannt noch einmal auf unserem Gadgetboard nachlesen. Einfach hier auf den Link klicken. So, jetzt hören wir uns den zweiten Satz der kleinen Nachtmusik gemeinsam an. Die Romanze. Lasst in euren Köpfen aus Tönen Bilder werden. Viel Spaß!